Ja, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück hier zu einer weiteren Aufnahme hier vom Projekt Minecraft Beyond. Ja, wo wir ja in der letzten Aufnahme dabei waren. Toll. Er hat es natürlich sich nicht gespeichert, warum auch immer. Oder hatte ich das schon ausgewählt? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte es zumindest. Ja, wo wir ja hier dieses schöne Rezept machen wollten. Diese Basic Capacitor Bank. Ja. Und da wir ja jetzt wissen, wie viel wir brauchen, gucken wir mal, was wir an Ressourcen noch haben. Was wir noch rauskriegen bei. Ja. Wo haben wir es denn da? Ich glaube, da kriegen wir 8 raus. 3, 4, 5, 6, 7. Nee. Wir kriegen gerade mal 7 raus. Das heißt, 3 Stück fehlen uns noch. Ja, 7. Ja, Quatsch. 8. 9. Und nochmal last. 10. So, das haben wir. So, jetzt brauchen wir. Brr, zack. 40 Eisen. Okay, 40, ja, ein Stack also reicht. So, jetzt brauchen wir wieder Kupfer. Hahaha. Ein Stack Gold Nuggets haben wir hier, wo es 6, das reicht nicht. Naja, wir müssen jetzt 10 davon, warte mal. Eieiei, uns gehen langsam die Ressourcen aus, habe ich das Gefühl. Ach, Redstone haben wir ja gut. Okay, da könnte man eigentlich theoretisch just for fun die Dinger mal machen. Was? Ach so. Ich sollte auch mal da reingehen. Ah. Achte. Okay, woran mangelt's? Okay, Goldnuggets mangelt's. Okay, Moment. Gerade mal fix hier was weggelegt, was ich eigentlich rausgelegt hatte. 1, 2, 3, 4, 5. Gucken, das müsste gehen. Sind wir wieder bei 45, 46 Nuggets. Da müssten wir jetzt wieder was hinkriegen. So, was aber achte. Was? Oh Gott, ja, 40, 40 von den Teilen brauchen wir ja. Ach du Kacke. Jo, 19. Ja, Glückwunsch. Oh je, wir werden arm. Definitiv. Ich glaube, nach dieser Tour werden wir wohl, oder nach diesen Craften-Rezepten, beziehungsweise nach diesen Gecrafte, werden wir wohl oder übel, also da stelle ich euch schon mal drauf ein, wir werden wohl eine Höhlentour machen dürfen. Weil so gucken, 40 hatte ich gesagt, ne? Nicht, dass ich zu viel mache. Ich meine, nicht, dass die Dinger uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise ja stören würden, wenn wir zu viel davon hätten, weil ich sag mal so, die Dinger brauchst du eh für fast jedes Rezept hier von was? Ach so, ja, für Ender, von daher. Ups. So, da haben wir schon einen Teil von dem fertig, was wir eigentlich machen wollten. Also ich wollte ja eigentlich, ne? Ach so, nur kurz zur Info, falls es den Leuten ach Quatsch, im Stream wollte ich sagen, im Let's Play auffällt. Ja, ich habe so ein bisschen was an Texturen verändert. Ich hoffe, es geht so. Ich bin momentan noch nicht sicher, ob mir das so gefällt. Ich, ja, muss halt gucken, wie es ist. Also es war jetzt erstmal bloß so ein, sag ich mal, Versuch. Einfach mal just for fun probiert, rumprobiert, geguckt. Weil ich ja jetzt bei dem anderen hatte ich ja ziemlich viele Texturfehler oder beziehungsweise Texturen, die nicht richtig geladen oder gar nicht geladen wurden. Jetzt habe ich es mal umgeschrieben, umgeändert.
Ja, guck mal einfach mal, was das Ding jetzt sagt. Ob er jetzt sagt, ja, nehme ich oder nö. So, jetzt haben wir nämlich so um die 50. Naja, gut. So 49 rum. So, da haben wir jetzt 49 AF pro Tick. Gut, sag mal so, ist jetzt nicht der Brüller, aber reicht für uns vollkommen. Ich muss jetzt mir bloß mal noch den Schlüssel bauen, dann baue ich das um. Dann sieht man es als Monitor. Das war, warte mal, welcher war denn das? Das war der, ne? Die Wrench, ne? Mit der konnte man das, glaube ich, drehen. Und was war das? Das war aus, ach du Scheiße, elektrischem Stahl. Oh, okay. Ja gut, elektrischen Stahl. Hihi. Habe ich nicht. Müsste ich herstellen. Kann ich gleich mal. Was? Was war denn jetzt? Nee, was habe ich nur genommen? Okay. Keine Ahnung. Ich habe irgendwas auf genommen. Ich weiß zwar nicht was, aber jo, passt schon. So. Gut. Also, das ist schon mal der Teil, der ist schon mal abgehakt. Wie gesagt, also meine Idee wäre jetzt. Entweder wir machen jetzt uns ans Lager aufräumen, also uns einsortieren etc. Obwohl ich da noch überlege, ob ich mich wirklich nicht irgendwann um ein Lager kümmere. Also ein Lagerhaushalt. Upsala, Mensch. Oder aber ob wir uns jetzt mal, was wir ja eh machen müssen, unsere Rucksäcke frei machen und ja, auf eine Höhlentour gehen, um einfach mal ein paar Ressourcen wieder zu farmen. Weil, ja, es wird langsam etwas kritisch. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Elektrischen Stahl, Alloy-Smelter, Eisen, Kohlepulver und Silikon. Was warst du? Du warst der Alloy-Smelter. Ach, guck einer an. Du bist ja gerade sogar richtig gut. So, Moment. Erstmal hier Mobdrop. Erstmal gleich wieder in Mobdrop packen. Da, Mobdrop. Mobdrop. So. Moment, Silicon hatte ich doch. Wow, sogar gar nicht mal wenig, Mensch. Okay, Kohlepulver. Ich glaube, Kohlepulver hatte ich nicht. Das war normale Kohle, ne? Genau, und das war Charcoal. Ach nee, Kokohl. Okay. So, wie stellte man nochmal Kohlepulver her? Moment, gerade mal gucken. Elektrischer Stahl, blub. Kohledust. Nee. Quatsch. Kohledust. Crushed Coal. Coal Powder. Das war im Crusher. Okay, den Crusher kenne ich noch nicht mal. Der ist von Actually Editions. Okay. Gut. Dann. Ja, warum nicht? Ach Quatsch, warum gehe ich auf T? Actually Editions. Gut, gucken wir mal. Da können wir ja gleich mal ein bisschen, ne? Huch. So, was wollte ich machen? Aktuali Editions. So, wie sieht denn der Crusher aus? Da ist er. Ja, gut. Cobblestone, Iron Casing, Cobble. Zweimal Flint. Basic Coil und ein Eisen Iron Casing. Gut, geht eigentlich. Also, Cobble habe ich. Flint. Flint habe ich bestimmt nirgendwo einsortiert. Aber ich glaube, ich hatte Flint. Hier ist schon mal Kohle. Ist das schön. Jetzt geht die Sucherei wieder los. Hier werde ich es nicht eingeordnet haben, weil das gehört ja in keinen. Ne, die Kisten nicht. Moment, guckt man mal gerade bei. Ich war mir sicher, ich habe schon irgendwo Flint gesehen. Aber fragt mich jetzt mal wo. Gut, gucken wir mal oben in die Kisten. Wenn jetzt nicht wirklich gerade Nacht wird. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht sicher, es ist noch Tag. Ah ja, 2:53 Uhr. Ich sehe es gerade. Gut. Gucken wir mal.
So, zack, zack, zack. Da kann man froh sein, dass es momentan wenig Mobs hier sind. Weil eigentlich bei Regen hast du ja davon mehr wie genug. So. Flint. Da ist ein Feuerzeug. Ja, das will ich aber jetzt gerade nicht. Sonst habe ich immer von allem mehr wie genug, weißt du? Oh Gott, ja, wow. Okay, ein Flint. Wohl bemerkt. Ich hatte doch noch irgendwo Gravel rumliegen. Dann müssen wir das kurz mal. Weil ich glaube, aus Gravel kriegst du das ja auch raus. Da musste aber. Ja. Müssten wir eigentlich theoretisch das mal umbauen. Gravel. Ach, guck mal, hier ist der zweite Flint. Ha! Als ob ich es geahnt hätte. Passt. So, das Ding haben wir schon mal. Kabel haben wir auch. Dieses, das war da mit Redstone, ne? Warte, 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 genau, Redstone. Zwei Redstone da davor. Gut, dass ich noch ein bisschen Redstone habe. Also, man merke, es wird langsam doch ein wenig knausrig. So, jetzt müsste man eigentlich mal gucken. Könnten wir eigentlich mal, wir könnten eigentlich mal die Energie dafür nutzen, die mal nach unten leiten, dann hätten wir unten wenigstens so Energie, ne? Fällt mir mal gerade so auf. Und auch wenn es bloß eine kleine Bank ist, dass wir unten die Maschinen powern können. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Als nächstes. Weil dann können wir den Crusher nämlich gleich bepowern, wenn er dann fertig ist. So, wo hatte ich das Ding? Da ist das Teil. Ach nee, das ist der Kohle. Warte mal. Ach, das andere Ding steht noch. So, warte mal. Das Zeug steht gerade hier. Jetzt ist die Frage, wo ist jetzt hier? Wo hatte ich die Erddingens? Hier. Das war hier. Von hier kann man ja wiederum Dingens reinnehmen. Oh. Moment mal kurz. Ich sehe gerade, da kommt jemand. Mensch. Meine Dori. Gut, na egal. Muss man dann nach der Folge mal gucken. Was war hier? Hier war nichts drin. Jo, jetzt stupst du mich gerade an. Moment. So, wo habe ich denn? Ach so, das ist die Mattock, ne? Ne, ist Spitzhacke, da ist der Mattock. So, zack. So, weil dann könnte man nämlich sagen, wir gehen hier mal nonchalant nach unten. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier rauskomme. Autsch. Okay. Frage beantwortet. Ja, gut, aber das passt ja übel geil. Moment. So, dann müssten wir jetzt hier und müssten eigentlich rein aus der Theorie müssten wir hier runter gehen. Au. Genau. Und müssten, wenn wir hier, zack. So. Hier. Ist blöd, ne? Obwohl, man kann das wegnehmen. Und geht dann hier rein. Dass man dann sozusagen hier dahinter. Die Verkabelungen macht. Also irgendwo hier noch eine Bank hin. Habe ich das Zeug noch dabei? Ja, habe ich sogar noch. So, ach so, so eine. Ah, stimmt. Wo packe ich denn mal die Bank dazu? Wenn wir jetzt sagen, wir packen hier den das andere Teil noch hin. Der momentan, glaube ich, noch in der. Ja, genau, der liegt noch drüben. Ich habe da viel zu viel gekrempelt, aber ist gerade Nacht. Ja, ne? Moment.
So, da hätten wir das. So, jetzt ist Tag, jetzt müssen wir mal gerade. Jetzt mache ich wieder einen zweiten vor dem ersten Schritt, ne? Anstatt erstmal eins fertig zu machen, wir fangen mit dem nächsten Teil wieder an. Oh, je, je, je. Na, ist egal. Kriegen wir hin. Hey, wake up. So. So, was wollte ich? Ach so, ja gut, hier bleibe ich. Dass der mich hier egal hängen lässt an der einen Ecke. Ich weiß nicht, was das ist. Moment. Keine Ahnung. So, hier haben wir den guten. Wir brauchen davon zwei, ne? Für den. Ja. Weil die Dinger, ach nee. 2, 6, 10 davon, okay. Na gut, kriegen wir einen. 10. 10 Stück, oh, sollte gehen. So, zack. Die Dinger sind fertig. Jetzt sollte man hoffen. Dass wir noch schwarzes Quarz haben, weil dann können wir nämlich das noch mitbauen. Dann haben wir nämlich schon mal ja den Crusher fertig. So, zumindest so gut wie. Oh. Und dann müssen wir die Energie noch darunter ziehen. Dann haben wir nämlich schon mal gewonnen. Halbwegs. So. Moment. Was wollte ich gucken? Schwarzen Quarz. Sieht schlecht aus, ne? Ja. Na gut, aber das ist ja Pillepalle. Ja, wenn ich mal Platz hätte. Obwohl. Doch geht. 1, 2. Und Kohle habe ich ja dabei. 1, 2. Passt. So. So, da haben wir nämlich schon mal eine Sache von der ganzen Sache fertig. Oh Gott, oh Gott. Eine Sache von der Sache fertig. Oh Gott. Das war jetzt, also, nee, das war jetzt absolut nicht mein Teil. So. Oh Gott. So, ist egal. So, das haben wir. Das war da. Oh Gott. So viele Fenster, die auf jeden. Huch. So. Das haben wir jetzt. Was brauchte man denn jetzt noch? Das Iron Casing. Ach du Kacke, jetzt brauchen wir noch einen. Mist. Naja gut, wir haben es ja Gott sei Dank. Also ein bisschen zumindest. Auch wenn, ja. Auch wenn momentan alles irgendwie Mangelware wird. Was wir in den nächsten Folgen dann doch mal. Ja, beheben sollten. Eisen, mal gucken. Okay, passt. Ha! So, die zwei Dinger haben wir. Wir haben. Wo ist er hin? Da. Wir haben die zwei Teile. Die zwei Teile. Oh, wir haben alles. Jo! Da ist er, der Crusher. Ha! Cool. So, Crusher ist fertig. Wo stelle ich denn dich mal hin? Wenn wir jetzt die Dinger noch vervielfältigen sollten. So, das Ding eigentlich. Sackmel, Alloy-Smelter müsste eigentlich nebeneinander stehen, theoretisch. Das heißt also, wir stecken jetzt den hier hin. Bringen dem dann von da aus irgendwie Power bei. So, also mit dem Crusher habe ich noch nie gearbeitet, also. Ja, just for fun, ne? So. So, dann machen wir mal hier ein bisschen Platz. Weil den müssen wir ja jetzt irgendwie noch bepowern dann. So, ach so, wir wollten ja noch die andere Maschine mitholen, ne? Fällt mir mal gerade ein. Oh, Handy, halt die Klappe. Jetzt geht mein Handy noch auf. Boah. Also ganz ehrlich, wenn man mal wirklich in Ruhe aufnehmen will, geht irgendwie nicht. Kommt aller Furz lang, kommt irgendeiner.
der irgendwie was will. Hilfe. So. Jetzt hole ich die Maschine noch, weil dann haben wir das schon mal. Dann können wir nämlich schon mal langsam. Natürlich überlege ich, ob ich die Maschine nicht von dort dann da hinten hinpacke. Ja, muss ich halt gucken. Kann ich jetzt so noch nicht. Also will ich jetzt noch nicht sagen, dazu muss ich gucken. Direkt habe ich dann auch noch nicht so die Idee, wie ich es mache oder ob ich es mache oder ob ich es gar nicht mache. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wir könnten eigentlich da oben die Batterie nehmen, ne? Warum gehe ich eigentlich hier runter? Wird das mal einer erzählen? Die könnten wir doch nehmen. Weil das brauchen wir eh nicht mehr. Von daher passt. So, warum gehe ich jetzt schon wieder hier runter? Weil ich gucken will, ob die Maschine hier liegt, ne? Aber das tut sie nicht. So, die Kohle nehme ich gerade mal noch fix mit. So, jetzt muss ich hier wieder raus. Einmal links rum. Um dann hier hoch und zum... hierher in diese Truhe, weil hier liegt die Sackmill drin. Genau, hier habe ich auch noch ein möglichen Krempel drin. Hier ist auch noch mal Kohle drin. Ach, siehst du, genau, ich habe noch nicht... Ach! Hier sind sie. Oh, ja, okay. Ich wusste doch, irgendwo hatte ich diese Wallmouths drin. Bei diesem Fertilizer, ich habe noch nicht rausgefunden, wie dieser funktioniert, beziehungsweise wofür man ihn nutzt. So. Das nehme ich jetzt alles mit. Nehme ich alles mit. So. So, weil das, oh Gott, das Loch muss auch noch gestopft werden. Ja, es ist, ja. Wie ihr seht, ich habe Baustellen über Baustellen gerade. Aber man merkt wenigstens, es geht langsam mal wieder voran. Also, nachdem hier so Ewigkeiten, gefühlte Jahrzehnte gar nichts kam von mir, ja, bemühe ich mich ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun. Sofern ich es denn, ja, zeittechnisch und, ja, der freien Zeit halber irgendwo, ja, gemanagt kriege. So, da können wir nämlich die ganzen Maschinen mal hier hinpacken. Wo ist denn die liebe Sackmill? Die Sackmill ist hier, weil die liebe Sackmill kommt jetzt hier hin. Die muss natürlich anders konfiguriert werden, das ist mir schon klar. Weil nämlich hier waren nämlich die ganzen Dinger drin, die mir so gefehlt haben. Weil hier käme theoretisch jetzt eine Kiste hin. Theoretisch. Das überlege ich aber auch noch, ob ich das anders löse. Weil von hinten kommt jetzt der Strom. Das ist, steht schon mal. Modular Storage kriegt ja keinen Strom. Ach ja, der kommt ja noch weg. So, warte mal, was war noch? Ach so, der Atomic Array Distraktor. Den könnten wir eigentlich theoretisch hier hinstellen und packen den Dings da oben drauf wieder. Zack. Weil der braucht ja nichts. Da könnte jetzt hier die Fackel theoretisch weg. Die könnten wir hier herstellen, damit er dann arbeiten kann. So. Jetzt ist wiederum die Frage. Ich habe doch die schöne Batterie mit, ne? Glaube ich, genau da. Capacitor. So. Haben wir die Dinger dabei? Ja. Eins, zwei, drei. Hallo? Drei. So. Jetzt wäre die Frage, wir müssen wahrscheinlich hier auch noch ein bisschen ausbauen. Geht nicht anders, kriegen wir nicht hin. Weil, wegen ist nicht. Nein. Nein, weil wegen müssen wir machen. So, da kann das weg. Da können wir die schon mal miteinander verwubbeln. Okay. Hätte mir echt klar sein müssen. Ja, Quatsch, das geht ja gar nicht. Stimmt. Da war ja noch was. Ha, die konnte man ja nicht miteinander verwubbeln. So. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Wo ist denn jetzt und so? Hier wäre jetzt Strom, richtig? Ja. Scheiße. Das weg. Ja, das ist blöd jetzt. Jetzt muss ich sehen, dass ich den Stromkreis von hier, wenn ich dem jetzt, Moment, wo habe ich denn? Da. Ich würde sagen, jetzt habe ich die Dinger nicht dabei. Oh Gott. Schande auf mein Haupt, wenn das so wäre. So.
Wenn ich die Dinger jetzt dahin packe, sieht doof aus. Mist, aber ich krieg die hier ohne anders runtergesetzt. Fuck it. Mist. Das wird nix. Weil da muss es hin. Und das Ding geht aber nicht über Eck, glaube ich. Schön wär's. Moment, wir können es ja mal gerade just for fun probieren. Ich glaube nur nicht daran, dass es funktionieren wird. Genau, ist obstructed. Das heißt, packen wir hier noch einen hin. So. Was ist obstructed? Ach, weil der dazwischen hängt. Okay, Moment. Planänderung. Kaffeemaschine, tschüssi. Tschüssikowski, bis Danimanski. Du kommst doch schon mal weg. Wir müssen dich wohl doch noch mal wohl oder übel umstellen. Weil, ja, passt irgendwie nicht. Wie mir gerade so ganz, ganz dezent einfiel, dass es einfach nicht funktionieren wird. Deswegen da und da. So und da und dort. Hallo? Hä? Ja, nö. Hä? Okay, da war schon ein Punkt, aber ich habe ihn nicht gesehen. Na gut. Hat mich nämlich gewundert. Irgendwie war da ein Punkt und man konnte ihn aber nicht sehen. So, wo ist jetzt hier? Hier ist das. So, jetzt machen wir nochmal das Ganze. Hier hin. So. Wie gesagt, das wird nicht schön, aber... Ja, ja. So. Sind wir hier. Scheiße. Sagt man nicht, ich weiß. Das ist jetzt blöd. Warte mal, kann man den irgendwie so schräg wie quer hier packen? Oder geht das nicht? Glaube nicht, ne? Von hier. Obwohl, müsste gehen, oder? Mal gucken. Ha! Geht. Ich bin's wieder, ne? Zack. 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 Tralala. Jawohl, der füllt sich. Der füllt sich. Und der füllt sich auch. Ha! Tralala, es hat geklappt. Sehr schön. Nice. Nice one. Ich muss was essen. Wow. So, was sagt Zeit? Oh, Zeit sagt gleich Folgenende. So. Wo haben wir denn jetzt? Alter, ich habe so viel gekrempelt dabei. Das ist Wahnsinn. So, weil da können wir nämlich hier wieder. Ach so. Hehehe. Ich blöd, Mann. Obwohl, warte mal, müsste das nicht auch gehen? Ich bin jetzt mal ganz schlau. In Klammern nicht. Die ist ja eh voll. Könnte man ja theoretisch sagen. Man pappt jetzt hier noch so ein Ding dran. Und müsste theoretisch immer noch mal möglich sein, wenn man jetzt sagt. So, dann ist die sozusagen auch immer voll. Ich weiß zwar nicht, inwieweit jetzt von da aus dann Strom mal wieder zurücktransferiert wird, wenn das ist oder auch nicht. Da bin ich leider Gottes ja nicht wirklich gut informiert drüber. Was mir aber gerade egal ist. Solange alles geht. Ups. Oh, hier ist ein wenig schwarz. Was denn hier passiert? Hallo. Hallo, Textur? Aha. Jo, finde ich cool. Ja, doof. Warum? Sobald du den Block setzt, wird es schwarz. Warum? Okay, sobald ich den Block setze auch. Spiel? You are doof? Ja, irgendwie schon. Ja, gut, meine lieben Freunde. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Ja, ich würde sagen, an der Stelle mache ich einen Cut.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs Dabeisein auf jeden Fall. Würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen positives Feedback da lasst oder ja, Anregungen etc. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin sage ich mal ciao, ciao mit V.